uns vorbeigekommen. Wen haben wir hier denn jetzt noch? Mal eben schauen. Den Kran von Kavar Construction. Den müssen wir auch noch zerstören. Okay. Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Wunderbar. Hier gleich. Oh, da ist der Kran, okay. So. 1, 2, 3 Fachposten. Oh, mal schauen, das dürfte nicht so einfach werden hier. Stehen einem ja die Haare zu Berge. Hab nur ich das gehört? So, komm mal her, hier, Boy. Da hinten steht einer. Scharfschützenposition, mhm. Eieieiei. Bin ich bescheuert? Ja, komm oder her, habt ihr ja. Das auch mitgekriegt? Ja, du bist bescheuert. Komm her, ja. Komm, Boy. Da! Jetzt hab ich dich, Cosmo! Boah, krass, du Mann! Boah, heftig! Der Scheiße hat sich beim Aufstehen aber nicht gerechnet. So, hoffentlich hat er keine Verstärkung gerufen hier. Doch, da kommt einer. Das ist nicht fair! Nicht fair, verdammte Scheiße! So. Da nehmen wir schon mal die Kohle mit. Das ist nicht fair! Nicht fair, verdammte Scheiße! Ich will hier rein? Nee. Da kommt... Oh, da kommen wir. Oh, 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 da kommen wir, ja. Achtung! Tut mir leid. Ist das eine Pistole? Hat der Bursche da eine Waffe? Komm her, ihr Boy. Komm zu Papa. So, den haben wir auch. Da war noch irgendwo einer. Oh, aufpasse, aufpasse. Da ist noch einer. Oh, voll das Grab hier, voll das Gemetzel. Ich hab den Schwanzlutscher. Wo ist er? Ich sehe hier. Der ist da unten. Mhm. Ah, ich muss hier runter. Alles klar. Habt ihr Jungs das auch gesehen? Was? Nichts. Hallo, wer ist da? Versuch es da drüben. Ich habe ihn. Wir haben einen Gast. Oh, shit. Hey, er ist hier drüben. Ich geh dir gucken. Ich schneide dir dein beschissenes... Genau so. Das Arschloch hat mich festgenagelt. Hauptsache, der holt jetzt keine Hilfe. So, nachladen. Okay. Da war noch irgendwo einer. Ich gehe in Deckung. Wir kriegen alle ein Stück von da ihm. Da ist einer. Aber ich zuerst. Scheiße. Wir haben einen Gast. Der Wasser... Komm her.
Ach, du bist so dumm für die Welt. So, wunderbar. Einmal Heilung haben wir. Ne, dreimal. Oh, das sieht ja ganz gut aus mit unserer Heilung hier. Dann wollen wir mal. Aber mal aufpassen, dass wir hier nicht mit in die Luft fliegen. Shit, der ruft gerade an. Die Sau. Irgend so ein... Scheiße, jetzt kommt Verstärkung. Und Mist. Schick ihm einen Molotow. Ja, ich nehme was auf. Diese Waffe nehme ich. Ich gehe in Deckung. Da ist noch Geld. Hier, hier drüben. Oh shit, 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 oh, oh, oh. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Oh, krass. Gesundheit, Gesundheit. Hättest mal lieber den Kopf unten gelassen. Ich gehe hier drüben. Nun mach ich noch alle. Du hast dich mit der falschen Grube angelegt. Da ist er. Los geht's. Ach Mann, verdammte Axt. Verdammte Axt, okay. Der Idiot noch wieder Hilfe geholt. Da war tatsächlich noch eine feige Ratte. Also das ist doch unfassbar. Ich war dabei. 926, 24 Dollar verloren, das gibt es doch nicht, verdammte Axt. Shit. Muss ich Digger in meinem Haus wohnen lassen? Ganz recht. Gehört wohl zum ewigen Kreislauf der Dinge. Wie werden Sie hier wohnen? Ich klag Sie gleich wieder raus. Gut, tun Sie das. Dann werden sich die Gerichte damit beschäftigen und in der Zwischenzeit können Sie an gar niemanden vermieten. Und ich werde mir höchstpersönlich den Spaß erlauben, die Sache so lange vor Gericht zu halten, dass ich erst ihre... Bilde ich mir das nur ein? Meine Mann... So, komm mal her, ihr Boy. Lauf noch ein bisschen langsamer, Mensch. Evo... Du bist ja frisch, Freundchen. Niemand kommt mit so einer Scheiße ewig. Da kommt er. Spielt keine Rolle mehr. Du bist auch dumm wie Brot, Alter. Dich zu suchen. So. Da muss noch einer sein. Celine, die Tochter von meinem Bruder, ist auf und davon. Vielleicht weggelaufen. Ach, der ist da, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der andere das... Nee, ich mach das lieber vorsichtig hier. Irgendwer sollte sich mit mir anlegen. Hetze, wir sollten mal nachsehen. Das mach mal. Das war ein Fehler. Okay, jetzt schaue ich mir mal auf der Hölle.
So. Eins, zwei, eieieiei. Noch haben die mich nicht gesehen. Was macht der denn da? Pinkelt der dahin? Also der andere sollte das möglichst nicht hören. Ach, das ist keine... Das ist hier vorne, okay. Ich glaube, wir haben Ärger. Komm her, Boy. Hey, wer ist hier drüben? Abi, da lang! Du. Raus hier! Formiert euch hinter mir! Los geht's! Das ist nicht fair! Nicht fair, verdammte Scheiße! Weg so. Hier. Ich sehe ihn! Da ist er! Mann, nun lad doch nach! Oh, das ist ein Spacko, wie lange der immer braucht hier zum Nachladen. So. Ah, da ist noch... Da ist der Idiot wieder, der wieder eine Hilfe holt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Da oben kommen sie. So, da bringen wir jetzt erstmal schön den Zünder an. Ich glaube, wir machen uns mal lieber vom Acker hier. Oh oh. Jawohl! Nice! Sehr schön! So! Dem haben wir... Ah, das ist meine Karre! Wieso... Oh, mega Quatsch! Ah, verdammte Axt! Shit! Das war doch mein eigenes Auto, was war das denn für Quatsch jetzt? Schicken Sie ein paar Einheiten hier rüber! Ah, ich bin schon lange weg. An alle Einheiten in der Gegend, bitte bestätigen. So, nächstes Ziel. Wir müssen jetzt, meine ich, hier hin, ne? In Stadt. Rede mit Harold. Genau. Okay. Ich muss da jetzt nicht durch diese Sperrzone. Dann warten wir da noch mal eben. Und da warten wir noch mal eben, bis sie... So, nun mach hin da. Hebt die Sperrung auf. An alle Einheiten. Ja, sehr schön. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Da kann man dem guten Mann Besuch abstatten. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ah.
Hier müssen wir, glaube ich, rein, oder? Tatsache. Hier rein, wa? Tatsache. Mit wem treffen wir uns? Mit Harold Cowley. Moin, Harold! Ich denke, wir... Sind Sie der Reporter? Harold Cowley vom Tatler. Ich schreibe über D'Orazios nette kleine Korruptionsgeschäfte. Es fördert auch nicht die Gesundheit, Namen von Marcanos Leuten auszuplaudern. Noch nicht gehört? Auch Zigarettenrauch kann einen umbringen. Also was ich weiß, ist Folgendes. Es gibt wohl bestechliche städtische Beamte. Pikante Sache. Im Mittelpunkt ist ein Bursche namens Frankie Bernard. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er sitzt. Was es erschweren könnte, ihn zu finden. Tja, es ist so. Wie ich höre, benutzt Mr. Bernard tote Briefkästen. Orte, an denen seine Leute Schmiergeld für Beamte hinterlegen. Und zufällig weiß ich, wo die sind. Und außerdem hat Frankie einen hübschen Haufen Erpressungsmaterial von jedem dreckigen Geschäft, das er je gemacht hat, behalten. Mal gucken, ob einer der Kuriere mir verrät, wo ich ihren kleinen Erpresserfreund finde. Und natürlich sein Druckmaterial. Die Leute, die für Bernard arbeiten, sind genauso verschwiegen wie er selbst. Sie müssen sie irgendwie zum Reden bringen. Alles klar, mein Lieber. Okidoki, so, meine Lieben. An dieser Stelle machen wir dann einen Cut. Wir haben den Cover soweit erstmal erfolgreich erledigt, seinen Kran zerstört. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ihr Lieben. Noch eine schöne Woche und ciao.